Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Jo, wir suchen Artefakte, Runen, also sprich Runen und Knochen, Dinger und ja. Und dann ist da noch mein eigenes Projekt. Es wird mit jedem Pinselstrich spannender. Wenn ich nach Kanaka komme, trinken wir Wein, bis er uns zu den Ohren rausläuft. Ist das nicht Delilah? Behalt erstmal den Herzog im Auge. Zumindest, bis die Schwestern unter Kontrolle sind. Es gibt niemanden sonst, dem ich traue. Ich melde mich morgen wieder bei dir. Leb wohl. Auf Wiedersehen, Delilah, meine Kaiserin. Also doch. Es ist die alte Tochter. Na prima. Da ist ein Köter drinne. Alter, schön, dass er dreckswarm, ne? Au! Ich nehme dein Blut als Lippenrot! Aha. Was? Was zum Teufel? Wo kommen jetzt die Winter daher? Oh, so geht's auch. Du Dreckskohlköter, du schieres Viech. Alter! Zum Zirkel. Wer sind Sie? Ich bin niemand. Alter. Na, echt, das ist wieder super gelaufen. Echt. Au. Du Kackviech, du Dreckiges. Wo bist denn du, Viech? Alter! Freck doch! Alter, Sauthöhle! Ich hab halt nichts mehr zum Heilen, ne? Ist schon soweit. Alter, was? Was ist das hier für ein Schmarrn? Echt, das ist unfassbar. Wie soll man denn ausweichen? Hm. Da sind hier überall solche Gratlerviecher. Ja. Na los. Das ist echt, das ist übel. Na, da ist gar nichts. So, nochmal. Fenster auf. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wie die Alte mich entdeckt hat. Mal gesagt, dass man erst lernen muss, die Worte richtig auszusprechen. Sonst funktioniert der ganze Zauber nicht. Ganz egal, wie viele Gänsefeder man gesammelt hat. Ich freue mich auf den Monat der Netze. Frisch gepflückt ist doch am besten. Monat der Netze. Aha. Jetzt kommt sie wieder, ne? Vielleicht kann ich sie irgendwie erwürgen. Da. Ich muss die unbedingt ausschalten. Und die Hunde da drinnen, habe ich auch keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Es sollte etwas Ausgefallenes sein. Etwas, auf das keine andere kommt. Vielleicht irgendwas mit Löwenaugen oder Katzenblase. Mhm. Das kann doch alles nicht wahr sein. Das ist
nicht, das ist so, ich weiß überhaupt nicht, das ist so. Mann, ey, jetzt kommt sie wieder zurück. Ah! Was habe ich denn für eine Fähigkeit drin? Warte mal, vielleicht sollte ich nicht sparen. Dann vielleicht lieber doch was einsetzen, also was lernen. Und zwar das hinter die, also die Nachtsicht, ne, hinter den Wänden konnte man sehen. War das nicht das? Ja, vielleicht ist das sogar nicht schlecht, wenn ich das mal lerne. Jo. Was kann das hier? Objekte und Sicherheitssysteme. Aha, das ist auch nicht schlecht, die Fähigkeit. Haben wir noch was Günstiges? Nicht wirklich, ne? Na. Na gut. Ach Gottchen. Da, geh weg. Wow. Passt. Wir haben sie gerade zum Fraß vorgeworfen. Hund. Wow, Alter. Das war nicht schlau von mir, ne? Wir hatten sie schon fast einmal. Vor 15 Jahren in Brickmore. Auf, Kleines. Sie haben den Thron. Wow, ey. Ranken meiner Leidenschaft. Erwürg sie. Sie hätten niemals. Kann die nicht endlich mal verrecken? Wie verhält denn so eine blöde Kuh aus? Sie hat doch mal Rüstung. Ich ziehe ihnen die Haut vom Schädel. Ja, das fürchte ich auch. Gesicht. Ja, ja. Deshalb ist die Frau, die sie Megan Foster nennen, hier rumgeschlichen. Was? Das war die Ashworth? Oh oh. Das war die Ashworth? Warum? Ma, ich hasse diese Köter. Kannst du nicht verbrennen, du Saufig? Hätte ich sie im Leben lassen können? Ups. Questlog, hätte ich sie im Leben lassen können? Aha. Ich will den nicht töten. Muss jetzt wieder laden. Wo sind wir denn da? Ich schau mal da kurz nach. Ob wir jetzt hier stehen, wo wir jetzt sind, oder ob ich noch eine Chance habe. Ich wollte ihn nicht umbringen, ich wollte ihn erwürgen. Na, der ist hier verreckt. Scheiße. Und hier, was ist das hier für einer?
Sonst muss ich das wieder von vorn machen. Ach, Menno. So. Aha. Ich verstecke mich mal kurz. Normal dürfte nichts passiert sein, ne? Okay, der Autosave-Dingens passt. Der passt sehr gut, das heißt, ich will mal kurz drauf speichern. Oder? Die liegt ja nicht tot, oder? Ne? Nö, da steht ja noch eliminieren, ne? Ja, ja. Passt, ich stelle mich kurz hier hin und speichere das Ganze mal. Das ist besser. So, ich glaube, hier drauf darf ich, ne? Ja. Jo, okidoki. Passt. Ach, du liebes Bisschen. Verwirrend. Mhm. Okay, das klappt nicht. Verwirrend bringt so nichts. Mann, ey. Große Türken. Ich hätte es weiter drüben hinschmeißen sollen. Hätte ich mich vielleicht hinter ihnen vorbeischleichen können. Ja, yeah, das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Fü. Nü, 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 nü. Fü, nü, 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 nü. Aber mir taugt es gerade, dass die eine von denen gefressen wurde. Ah, was ist das eigentlich? Ich will das jetzt mal nicht kaputt machen. Da ist auch was drin. Die Luft ist feucht, schwer. Könnte ein Sturm aufziehen. Hm. Na, das war der falsche. Den will ich haben. Alter. Da haben wir was. Meine Flammen brennen in Briennas Mark. Mhm. Bis hierhin haben wir es ja schon mal geschafft. Da wäre es auch raufgegangen. Ach, du Heilige, alles voll mit diesen Viechern. Aha, sauber. Bin gerade voll konzentriert, Entschuldigung. Sehr gut. Wahlknochen, noch einer. Ich habe Angst, wenn ich den benutze. Ich bedeutete meiner feinen Familie nichts. Außer einer vorteilhaften Heirat und Jahre. Diese Linsen könnten mit dem zu tun haben, woran Ashworth arbeitet. Da noch Briannas Ashworth-Aufzeichnungen, die lese ich noch schnell vor. Die ursprünglichen Linsen, die Chindosh und ich für das Orakulum entwickelt haben, waren erschreckend minderwertig. Sie haben die Energie aus dem Nichts zerstreut, statt sie zu bündeln. Mein Kopf dröhnte vor Lärm und ich verlor fast den spirituellen Bund mit Delilahs Magie. Ich werde nicht ruhen, ehe unser Zirkel die Schwestern des Ordens des Orakels kontrolliert.
Aber ich weiß nun, wie groß das Risiko ist. Die alten Linsen hätten mein Untergang sein können. Sie lagern fürs Erste in meiner Werkstatt, müssen aber zerstört werden. Mal so alt wie ich, beim Gedanken an die Hochzeitsnacht keuchend. Aber etwas Seltsames passierte auf dem Weg zum Altar. Delilah, nachdem ich mich zum ersten Mal nachts aus dem Haus geschlichen hatte, wollte ich nie wieder zurück. Ich schaute zu den Sternen und trank Wein auf einem Dach. Ich war frei. Statt die Aufseher zu besuchen, ging ich zum Bankier meines Vaters und lief vor meinem alten Leben davon. Zu Delilah. Das war die Blütezeit des Zirkels. Ich sammle das mal ein, das ist ja alles Geld. So. Beziehungsweise alles Material zum Schnitzen für später. So. Flatter, flatter. Mhm. Da haben wir noch ein Büchlein hier. Die erstaunlichen mechanischen Soldaten. Eine präzise Geschichte des Erfinders, persönlich Kirin Shindosh, serkonischer Erfinder. Kapitel 23. Verehrte Leser, haben wir das schon gelesen? Ich weiß es gar nicht. Ich schau mal. Ja, das hatten wir schon. Bin mir ab und zu gar nicht mehr so sicher. Das nehmen wir auch mit. Nein, ich denke aber schon. Hä? Hey, sag ich doch, wir nehmen es mit. Alles voll gekritzelt mit irgendwelchen Sachen. Ja. Geht da ein Hund herum? Ich höre Schritte. Ich glaube, ich sollte speichern. So, das Ganze ist echt wieder mal. Puh. Also hier drauf. Und weiter geht's. Ah, die sind unter uns, ne? Diese Kackviecher. Draußen in der Vitrine wären ein paar tolle Sachen gewesen, aber ich habe ein bisschen Angst davor. Scheint okay zu sein. In einer Badewanne Blumen züchten, auch nicht schlecht. Notizen zu schwarzem Knochenfragment. Warte, ich nehme erst meins. Komm her. Und ich werde die Feigen mal wegfuttern und die Notizen lesen. Notizen zu schwarzem Knochenfragment. Fünftens. Oder fünfter Tag, keine Ahnung. Ich habe mit der Herstellung eines neuen Knochenartefakts begonnen und hoffe, dass es schwarz wird, passend zu jenen mit größerer Macht. Es wird das Artefakt ergänzen, das ich trage, seit ich es in einem Mausoleum in Alba gefunden habe. Obwohl man nur selten auf andere trifft, die vom Nichts berührt werden, sollten sich Beschwörer in Acht nehmen, da sich ihre Ratten und Schädlinge gegen sie wenden, solange ich das Artefakt trage. Und falls es funktioniert, wird das neue Artefakt mich vor Assassinen schützen. Elfter Tag. Ich arbeite immer noch an meinem Schutzartefakt. Ich habe das Rezept für thyvianischen Grauknochen als Grundlage genommen und unter Verwendung von wesentlich mehr Klettenwurzeln verändert. Die Anweisungen waren vage und der gebotene Schutz ist gering. 18. Tag. Weder Kamille noch Brunnenkresse als Zusätze haben die gewünschte Wirkung ergeben. Der Duft ist allerdings sehr angenehm. Vor üblen Gerüchen fühle ich mich also geschützt, mehr aber auch nicht. 23. Tag. Ich habe es endlich geschafft. Nieswurz natürlich, geehrt und über niedriger Flamme reduziert. Den Effekt, dass ein Artefakt tiefschwarz wird, erhält man nur selten. Wie ich es gewollt habe, bin ich vor der ersten Kugel oder dem ersten Bolzen aus der Waffe eines Assassinen geschützt. Der erste Schuss, der mich niederstrecken würde, verwandelt sich stattdessen umgehend in Blutfliegen. Na prima, ist auch nicht besser.
Verdorrtes Weidengras. Mhm. Verdorrt, anderes Wort für getrocknet. Jo. Was haben wir da noch? Oh, achso, das ist nur sowas. Eine Haarbürste, genau. Die feinen Damen, immer Haarbürsten, könnten aber auch Männer sein. Tja. Das hätten wir. Dann würde ich sagen, liebe Mami, wir brauchen das nächste. Huch, voll verdrückt, Entschuldigung. So. Und ich würde sagen, wir speichern das auch gleich wieder. So, jo. Sehr fein. So, die andere Fähigkeit. Obwohl, man kann sie öffnen. Knurrendes Hundilein. Oh nein. Ach je. Ja, ja, das war klar. Scheißköder. Habe ich nichts mehr? Ja, bitte. Wo ist denn der Köder? Ich bin hin, gell? Ja, ich bin hin. Scheißendreck. Ach komm, wie gemein ist denn das schon wieder? Komm, ich, das ist, also muss das sein. Dreck, verdammter. Ich mag diese Viecher nicht. Okay, ich muss mich von hinten ranschleichen. Von der anderen Seite. Das heißt, irgendwie an den Wurzeln vorbei. Pfui. Echt pfui. Was war das denn? Kackviecher, echt. War ich hier schon drin? Ich weiß es nicht. Doch, hier waren wir schon, ne? Mir ist der nur nicht aufgefallen. Ach ja. Ja, ja, Hundi, ist schon gut. Jetzt vielleicht besser? Schaut gleich besser aus. Sehr gut. Schaut wirklich besser aus. Hui. Puh. Was ist das, ha? Das ist nichts, ne? Okay, Mamilein. Was als nächstes? Bist du allein? Bis auf wenige Verbündete. Irgendwo da drüben? Ein schwarzes nochmal. Okay. Einen Moment bitte. Da musste ich wieder husten, Entschuldigung. So. Das wieder. Ja, war klar. Ja. Au.
Köter auch, ne? Hm? Da ist noch ein schwarzes. Aha. Okay. Dann looken wir doch mal, oder? Da geht's rein. Okay. Okay. Wow, was zu essen. Und schwarzes Knochenfragment. Sauber. Oh, Essen. Ein Beutel. Mana. Nehme ich gern. Was haben wir denn da? Der Fluch aus der Ferne. Verfasst und untersucht von Tabitha Alba. Die große Seuche. Der wandernde Tod. Der Fluch aus der Ferne. Das sind alles Namen für die Krankheit, die zehntausende Menschenleben gefordert hat, als sie sich in Gristol rasant von Haus zu Haus, von Stadt zu Stadt ausbreitete und weder reich noch arm verschonte. Die Hauptstadt Dunwall litt am stärksten, da dort sowohl viele Menschen als auch Ratten leben. Viele fürchteten, dass sich die Seuche auch nach Serkonus ausbreiten würde, aber zusätzlich zur damals errichteten Seeblockade haben mehrere Faktoren dafür gesorgt, dass die Seuche unser Ufer nicht erreicht hat. Erstens wurde in Serkonus die Population an verseuchten Ratten von den Blutfliegen in Schach gehalten. Als natürliche Feinde fressen Ratten Blutfliegenlarven und ausgewachsene Blutfliegen legen ihre Eier in Ratten. Zweitens stimmt es, dass Serkonier gesünder sind als die meisten anderen. Durch gesundes Essen, Ertüchtigung am Morgen und starke Arbeitsmoral sind wir Krankheiten gegenüber immun. Ja, natürlich, die weniger fitte Menschen treffen. Okay, das kann man von mir aus so sehen, ja. Und zu guter Letzt wurde in Serkonus während der Krise in Dunwall Minenstaub gefunden, der eine große Rolle spielte. Es stimmt, dass die Seuche von Ratten verbreitet wurde, doch einige Naturphilosophen sind nur der Ansicht, dass dabei auch der Wind eine Rolle spielte. Deshalb sind wir dankbar, dass uns die Bergwerke nicht nur Reichtum durch das Silber schenken, sondern uns auch vor der größten Seuche seit Menschengedenken beschützt haben. Ja, sehr fein. Ein Lift. Aha. Ein Lift. Okay. Ich würde sagen, das nächste Knochenfragment, liebe Mami. Oder was auch immer, eine Rune. Ich bin hier. Und auch nicht hier, wenn du mich hast. Aha. Okay, ich würde sagen, wir speichern wieder mal. Ach, wie schön. So. Jo. Kavusch. Und suchen die nächste Rune. Ah, die soll da drüben sein. Hm. Die entkommt mir nicht. Ach du Heilige, wo kommst du jetzt her? Ach. Aha. Mist, ey. So. 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 Und so. Hä? Die Rune ist unter uns. Jetzt nicht so toll.
Lavendeltinktur mag ja gut für Zauber und ähnliches sein, aber sie sollte auch mal ihre schlechten Zähne damit spülen. Dreimal. Das vermassle ich immer. Dreimal den Walknochen antippen. Nicht zweimal. Mhm. Okay. Und die Rune ist jetzt wo? Noch weiter unten. Das ist ja Betrug, ey. Mhm. Wieder solche Zirkelsachen. Was haben wir da? Orden des Orakels gespalten. Das hatten wir auch schon. Das da ist nichts. Okay. Haben wir hier irgendwas Brauchbares? Das ist echt doof. Auf da. Ist so logisch, oder? Und die Ringelblume. Wo ist denn diese Kakrune? Ich freue mich auf den Monat der Netze. Frisch gepflückt ist doch am besten. Moment, kommt die da jetzt rauf? Schlecht. Aber mit der Armbrust geht's gut. Na, Kackviech? Alter, ist das Viech jetzt endlich mal hin? Ich hoffe doch. So. Amber, wo soll ich den bitte hernehmen? Vielleicht klappt der Zauber ja auch mit etwas Straßendreck. Mit etwas Straßendreck. Großartig. So, wo ist jetzt die Rune? Hä? Noch weiter unten. Das kann doch alles nicht wahr sein. Also, ich verstehe das überhaupt nicht. Das ist so. Ich weiß überhaupt nicht. Das ist so. Wer ist dieser Mann, Kirin Jindosh? Und welche Macht hat er über Brianna? Sind sie ein Paar? Vielleicht, aber dadurch bekäme er keine Macht über Brianna. Jindosh ist ein Verbündeter, ein Vertreter des Herzogs, vertraut mit der Naturphilosophie. Sie haben etwas gebaut, das selbst das Nichts durchstoßen kann. Ich habe Brianna nie mit Maschinen arbeiten sehen. Sie benutzt kostbare Knochen und Elfenbein. Geschnitzt in einem dunklen Raum. Bemalt mit Asche und Mondblut. Keine Linsen und Zahnräder. Ja, das war wieder ganz toll, Zocki. Ich wollte eigentlich Pause machen. Ich muss hier weg. Hey, ich wollte da nur rauf, ey. Sind das Erinnerungen? Was ist denn das schon wieder? Ach, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Quasi gelandet. Ich wollte nur abhauen, ey. Sauerei. Nichts hier! Darf ich jetzt hier mal weg, Kruzidücken? Ich habe überall Gänsehaut auf den Armen. Das passiert, wenn man Angst hat.
Ich war das nicht. Nur, dass ihr das wisst. Ich war das nicht. So, ich hoffe, dass man da hinten nach unten kommen kann. Ich mach da mal zu. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, dass man von hier dann nach unten kommt. Ich glaube, hier haben wir mal kurz Ruhe. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Alter Schwede. Waren das gerade Erinnerungen von Delilah? Ich habe gerade keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, das war's wieder für heute. Ich hoffe, ich komme hier irgendwie in den Keller runter oder so. Und, ja, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!